Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Genau das haben wir beim letzten Mal im Grunde mehr oder weniger erfahren, meine lieben Freunde. Wir haben zwar eine Menge Zinschis entfernt, wurden aber leider erfolgreich geplündert. Und das, okay, wir wurden nicht eingenommen, aber wir wurden halt erfolgreich geplündert und das war halt sehr, sehr schmerzhaft. So, jetzt bitte ich einfach mal die Zwerge darum, sich um dieses Problem zu kümmern. Apropos kümmern, ich bin sehr bekümmert darüber, was wir hier erleben müssen. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt erstmal wieder auf den Weg. Oh, ich bin einfach kurz mal durchgeheizt. Ja, ja, ich bin da durchgeheizt. Ich habe keine Zeit für die Scheiße. Hafen des Überflusses. Wäre ich jetzt... Ja gut, wir machen ja gerade eben immer noch Wachstum, das ist Shepard, ne? Aber wir gehen schon auf Level 4 hoch und ich glaube, dass wir dieses Gebäude hier nicht mehr unbedingt brauchen. Was ich aber hier brauche, ist das, sind die Höfe, das Gestüt. Das bauen wir weiter aus, weil wir nämlich da nämlich ein paar nette Synergieeffekte herbekommen können. Gibt es eigentlich hier Chaos-Korruption? Ja, ich hätte diese Chaos-Korruption gerne operativ mit dem maximalen, ja, mit dem maximalen Bonus hier entfernt an der Stelle hier. Gesang der Reinigung durchgeführt. Und wir sehen jetzt auch dann doch, dass hier der Gesang der Reinigung zu sehen ist. Ach, wie schön. Immerhin. Es funktioniert also doch, wenn es will. So, wir holen uns jetzt hier wieder mal den Dornengang, weil ich bin immer noch der Meinung, der Dornengang ist eine der mächtigsten Fähigkeiten, die wir haben. Nachfolge der Agonie finde ich auch super gut. Das hier finde ich super gut. Ja, und das war auch nicht schlecht, aber es war nicht so geil. Also, wir haben gesehen, dass dadurch die Miscasts durchaus kommen, aber es ist kein Garant. Ja, typisch. Typisch, Skrak ist hier einfach wieder hart am Start. Da ist nicht viel zu machen an der Stelle. Orthodoxie. Lassen wir mal Orthodoxie sein. Gut, für uns ist das aber alles relativ egal. Wir müssen ja nur unsere Flüche irgendwann mal finalisieren. Zumindest ist das der Plan. So. Ja, und jetzt kann ich das hier wieder aufbauen. Ich hoffe, dass ich es dieses Mal auch darf. Und dass nicht da gleich wieder was Dummes dabei passiert. Wir galoppieren auf jeden Fall da mal auf den kürzesten Weg darüber. Den Verschleiß, den wir erleiden, der ist nicht existent. Ne? Das ist der Witz. Wir haben so viel Resistenz gegen Verschleiß, dass wir nichts verlieren dabei. So, genau. Ich wollte nämlich das hier reinmachen. Das sorgt dafür, dass wir ein bisschen mehr Geld machen in der lokalen Region, wenn wir Höfe haben. Gut. Das ist alles ganz brauchbar. Jetzt müssen wir dann halt demnächst dann doch mal wieder in diese Richtung hochmarschieren. Und ich muss darüber nachdenken, ob die Zwerge als Verbündete es noch wert sind, als solche betrachtet zu werden. Das ist halt ab einem gewissen Punkt halt einfach ein Thema für uns, ne? So, mehr Flüche bitte. Jetzt sind wir schon runter auf 473. Also wir sind auf einem guten Weg. Dort können wir auch noch sein lassen. Diplomatie ist wie immer hier, sagen wir es mal, auf dem Papier existent. Und ich müsste halt immer noch hoffen, dass ich jetzt endlich mal eine große Siedlung aufs Maximum ausbauen könnte, damit ich mal ein bisschen ordentlich Geld mache. Trotzdem machen wir natürlich nie so viel Geld wie ein normales Kislev. Denn ein normales Kislev, das hat ja Kislev oder Prag oder Ehrengrad, wo besonders gute geldproduzierende Gebäude drin sind. Die bleiben uns hier oben natürlich verwehrt an der Stelle. Gut, wir können nun anfangen, Rache zu planen an den komischen Ogern. Und die Rache wird kommen, ich sag's euch. Mutter Ostankia ist, glaube ich, eine, die nicht so wirklich vergisst. Hier gucken wir nochmal, dass wir Einkommen herbekommen. Hier geht leider noch nicht so viel. Drakowerft können wir auch nichts tun. Ja, den ganzen Käse überspringen wir. Also, wir holen uns wieder hier unsere fiesen Sachen. Sehr gut.
Die sind jetzt ja alle vorgemerkt. Aber tatsächlich finde ich solche Sachen wie die Flüche als solche Vorbereitungen für etwaige Schlachten eigentlich eine ziemlich nette Idee. Also ich feiere eigentlich die Idee. Ich würde es mir bloß wünschen, dass man so etwas grundsätzlich vielleicht eher als Spielmechanik einbaut, also nicht so stumpf so nach dem Motto, ja, die haben jetzt halt Flüche, sondern, keine Ahnung, die haben jetzt halt so Braveheart-mäßig sich bestimmte Verteidigung, also so Baumstämme zurechtgelegt oder sowas in der Art und Weise, ne? Guck mal, ich könnte das hier einfach berechnen. Easy. Um zum Beispiel Kavallerie abzuwehren, ne? Um dann zum Beispiel zu erklären, warum eine Einheit einfach einen fetten Anti-Kavallerie-Bonus bekommt. Das sind also Sachen, wo ich der Meinung bin, man könnte daraus mehr machen. Aus dieser Spielmechanik. Das muss ja nicht mal eine Hexenküche sein. Das könnte ja zum Beispiel auch eine Kriegsmaschinen Ingenieur sein oder eine, keine Ahnung, strategische Planungsrunde. Kannst ja so viel draus machen, theoretisch spielmechanisch. Selbst in einem Nicht-Fantasy-Setting ist da eine Menge machbar. So, wir haben jetzt Level 47. Wir sind, wie gesagt, Logistiker und müssen uns eigentlich über wenig Gedanken machen. Was ich allerdings noch gerne machen wollen würde, wobei Lug und Trug, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das dringend brauche für meine Armee. Nochmal 9% weniger Zahlen. Wären halt 320 weniger für diese Armee. Ganz im Ernst, das macht den Kohl nicht fett. Ockhams Gedankenskalpell weiß ich auch nicht, ob ich es brauche. Pferdeherren, I don't know. Nee, überhaupt nicht. Das hier brauche ich auch überhaupt nicht. Mutters Kundgebung und mehr Kontrolle lokal. Ja, das ist auch wieder mal totaler Quatsch. Das, also aus meiner Sicht braucht man das nicht. Das ist einfach ein viel zu geringer Bonus für das, was wir mit unseren Punkten hier anstellen können. Wisst ihr, ich würde ja sehr, sehr gerne einen Mentor machen. Das Problem ist bloß, wer soll davon profitieren? Wir haben halt immer noch nur eine Armee und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Und es liegt nicht alleine an meiner Entscheidung. Also ich nehme jetzt einfach mal Ockhams Gedankenskalpell. Ich meine, ihr habe ich ja schon einen Mentor gegeben, ne? Da sind wir halt auch wieder an dem Punkt. Wen mentort sie denn bitte? Ich weiß es nicht. Also gut, ich möchte jetzt hier dieses Ogerlager operativ entfernen. So. Und jetzt geht's in diese Richtung. Öhmchen hat nochmal ein Level up. Ockhams Gedankenskalpell auf Maximum. Das hier muss ausgebaut werden. Ausgebaut. Ja, ja, ja. Da bauen wir auch noch. Nice. Immerhin passieren hier noch ein paar Zeichen und Wunder. Wir haben die Eisriten durch. Zauberresistenz und physische Resistenz für die großen Zwergenambosse brauchen wir nicht. Hinterlader brauchen wir nicht. Ich verstehe immer noch nicht, was das soll, warum ich dafür unbedingt die robusteren Stützen brauche. Aber egal. Einkommen durch Häfen. Na, inzwischen haben wir ein paar Häfen. Man könnte ernsthaft anfangen, darüber nachzudenken. Gut. Wir können jetzt auch wieder Einheiten am Bewegen hindern. Wir können auch wieder feindliche Fraktionen Geld rauben. Was ist die verbesserte Variante davon? Provinzweit. Ja, beim Vogelhaus wird sich das halt schon irgendwie rechnen, ne? Wir müssen nachher mal gucken, ob das wirklich jetzt eine entsprechende Auswirkung hat. Das betrifft halt alles, was ich da oben im Grunde nicht sehe. Gut, nächste Runde.
Ah, die da, die da, die da, die da. Prag ist von Daniel besetzt. Der will Frieden, das kann er vergessen. Wir verzeihen so etwas nicht. Wo kämen wir denn dahin? Da könnte ja jeder kommen. So, Level 40 für die Ungol-Hexe. Ja, komm, ich schließe das jetzt hier ab. Jetzt nehmen wir hier unsere Siedlung wieder zurück. Meins. Sie hätten es auch freiwillig räumen können. Okay. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Verlustverstärkungsrate. Die möchte ich hier sehr, sehr gerne mitnehmen. Das hier brachte mir Kontrolle und Wachstum. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt wäre ich bereit, mit dem Oger Frieden zu machen, weil jetzt ist es mir egal. Genau, die Säbel... Gott, die Säbel heute haben... Die würden direkt in dein Schutzbündnis übergehen. Nee, ich mache jetzt hier direkt einen Nicht-Angriffspakt mit ihnen und verlange einfach alles von ihnen. Haben sie nicht mehr Geld? Nee, mehr Geld haben die nicht. Ja gut, dann ist es so. Gut, das war ein guter Deal. Und jetzt kann ich auch mit Miao Ying einen Handelspakt machen, genauso wie auch mit dem Jadehof. Der Jadehof sieht dadurch jetzt, was bei mir hier so los ist. Finde ich eigentlich persönlich ganz okay. So, hier nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen. Krakadrak braucht noch eine Weile. Wir haben gerade erst angefangen zu bauen. Hier können wir das noch ausbauen. Ja, hier können wir nichts machen. Wir bauen wieder unsere kleinen Flüche. Ach, wie schön. Wir haben wieder eine... Of course she died. Wir haben mal wieder hier die Möglichkeit, nach Stadt der Splitter zu marschieren. Was will denn der jetzt von mir? Klar. Habe ich mit dem einen Oger Frieden gemacht, kommt der andere Oger aus seinem Loch gekrochen. Na gut, es ist schon ein großes Loch, sonst passt er nämlich gar nicht da rein. Aber egal, ihr wisst, was ich sagen will. So, die Verteidigung haben wir drin. Mir wäre es jetzt wichtig, hier Geld zu verdienen. Ja. Wups. Immerhin existiert die Zarina hier noch. Das lassen wir noch. Das lassen wir es auch. Gehen wir in die nächste Runde. Sobald mir jetzt irgendwas... Oh, was macht der? Der will, dass ich dem Krieg hier beitrete. Nee, das mache ich nicht. Ja, der mochte das nicht, dass ich jetzt Frieden mit den Ogern gemacht habe. Das ist mir egal. Herzwerk. Ich habe andere Pläne mit diesem Land. Das kann ich einfach so nehmen. Und wir werden das Ding plündern und besetzen. Oh mein Gott, der Wurmharnisch ist ja richtig nice. Das ist ja mal ein richtig nices Item. So, mein vorletzter Punkt. In was stecke ich den? Blitzschlag werden wir nicht mehr hinbekommen. Ist mir aber auch egal. Wir könnten noch mehr Korruption wegmachen. Weil, wie gesagt, Lug und Trug interessiert mich nicht. Bernsteinsperr interessiert mich nicht. Wir machen noch leidenschaftlich, dass wir noch mehr Korruption wegmachen. Und einfach Roleplay. Es passt. Okay. Wir haben den Helm der Zwietracht. Aber ganz im Ernst. Verzaubertes Objekt haben lilane Dinger. Ich finde den Wurmharnisch einfach viel besser für sie. Viel besser. Sie hat die glitzernde Schuppenrüstung. Das ist okay. Schwert des Hades. Weiß nicht. Buch von Aschur. Könnte man machen. Ist besser als das Gauners Scherbe, ja. Das geht halt nur bei einem Kommandanten. Heldentöter, Helm der Zwietracht. Nee, dann bekommst du jetzt den Helm der Zwietracht.
Zauberspruchschild. Glitzernde Schuppenrüstung. Ich finde halt die glitzernde Schuppenrüstung trotzdem sehr, sehr gut. Also, Stufe 3 Siedlung übernommen. Sogar mit allen Wachstumsgebäuden. Dann machen wir nochmal das Verteidigungsgebäude entsprechend rein. So, Verteidigung hier rein. Wieder mein Hauptgebäude rein. Go. Jetzt geht's nur noch Richtung Höllen... Was? Höllenkaden trifft. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da getroffen wird, aber es sind anscheinend Höllenkaden. Wieder unser kleiner Deadly Fun. Wir sind jetzt schon rund auf 313. Es gibt keine Armee, die Anstalten macht, uns hier Trouble zu machen. Das bedeutet, wir könnten noch mal kurz gucken. Ja! Endlich! Ich kann sie ja sogar schon direkt auf Stufe 5 hoch. Das ging überraschend schnell. Das nehme ich. Wenn man mich lässt. Age and wisdom. Der mag mich, weil... Abkommen mit Eishof? Leck's mich fett. Die Drakenhof-Konklave hat einen Handelspakt und sogar ein Verteidigungsbündnis mit der... Ja, also manchmal hat man nicht die Wahl, seine Verbündeten sich auszusuchen, nicht wahr? Cursed Game! Im wahrsten Sinne des Wortes! Cursed Game! Oh, the cursed game ever! Wenn das am Ende jetzt noch quasi eine entsprechende Bündnisstruktur würde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, man stelle sich dir mal diesen Quatsch vor. Also, dann gehen wir mal hier hin. Danke. Ja, dieses Banner kann man durchaus mal ein paar Spinnies geben. Wir plündern und besetzen. So, sorgen dafür, dass hier gleich mal eine Verteidigung reinkommt und etwas für Verlustverstärkungsrate. Wir reparieren den Laden. Hier geht nichts. Hier können wir natürlich weitermachen. Und jetzt können wir hier mehr Geld machen. Oh, endlich geht's los. Endlich geht's los mit guten Gebäuden. Oh, hat einfach ewig gedauert. Turn 83, ne? Also ich hätte gerne die Story erlebt, wie die sich hier angefreundet haben. Wahrscheinlich einfach gemeinsame Feinde. Würde ich vermuten. Das ist der naheliegendste logische Schluss. Auch wenn es immer noch schwer nachzuvollziehen ist. Ich meine, ey, da ist ein Bündnis, ein Verteidigungsbündnis draus entstanden. Man darf auch nicht vergessen, wir haben nur eine Abneigung von minus 10. Das ist kein großer Malus. Jetzt kann ich direkt hier weitermarschen und die nächste Stadt nehmen. Ah, nee, ich komme ganz knapp nicht ran. Ich werde hier kein Geld ausgeben, solange ich nicht weiß, ob hier nicht irgendwas Böses noch in den hinterhältigen Ecken lauert. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich gegeben. Hm, Diamanten und Verteidigung. Dankeschön. Ich mache 4000. Wenn ich jetzt wieder Rekrutierungsgebäude habe, kann ich Units rekrutieren. Das ist es immer noch. Ja, dann muss ich halt. Haben die extra Frieden mit denen gemacht? Damit ich jetzt wieder Krieg habe, oder was? Wild. Jetzt habe ich schon Handel mit der Drakenhof-Konklave. Das geht halt hoch auf plus 45. Ja, okay, okay. Jetzt kommt ja das Bündnis noch mit der Zarina. Und ich kann den Knilche konföderieren. Dann geht er wenigstens nicht drauf.
Krass. Ich habe jemanden konföderiert. Jetzt muss ich bloß gucken, wo seine Armee rumgammelt. Boah, der hat aber schon ein paar noble Truppen. Also euch schmeiße ich jetzt hier mal raus. Ich weiß nicht, wo er die her hat. Aber der hat ein paar brauchbare Truppen, der Bub. Haben wir was? Okay, ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Kann ich mich hier wegbewegen noch? Nicht. Also ich kann hier rauslaufen, das ist das Wichtige. Also wir zerstören jetzt das da. Bauen hier eine Verteidigung rein. Das brauche ich hier nicht mehr. Ich hoffe, dass er einfach geht, ohne Anstalten zu machen. Das wäre für mich der angenehmste Teil. Jetzt wissen wir alle, dass das der KI ziemlich egal ist, was für mich der angenehmste Teil ist. Also gut, Pyrrhus-Sieg. Ist mir egal, meine Siedlung. Plündern und besetzen. Rüstung des Schicksals auch nochmal oben drauf. Ja, jetzt geht's aber los hier mit dem coolen Stuff. Okay. Beides halt einfach mega gut. Was hast du eigentlich? Also du hast den Helm der Zwietracht. Der ist aber eigentlich auch schon ziemlich gut. Nee, du bekommst den Würmharnisch. Drachen... Oh Gott, nee. Warte mal, verzaubertes Objekt. Du kannst diese Balalaika haben. Das ist gut. Und dann brauch halt einfach noch einen guten Talisman. Ja, das ist genau das Problem. Den guten Talisman haben. Obsidian-Amulett, Talisman. Ich tu mal die beiden mal zusammenlegen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ein Buch von Aschur. Ja, das ist nicht das, was ich gebraucht habe. Talisman der Ausdauer. Besser als nix. Ich sag's euch. Ja, die ist immer noch Schleicher. Und du hast jetzt hier deinen letzten Level up. Und wie gesagt, du machst den hier noch leidenschaftlich voll. Oh nice, da habe ich schon die maximale Verteidigung drin. Stufe 4 behalten. Das dürfte ich nicht haben. Ach doch, weil ich ihn jetzt konföderiert habe. Jetzt habe ich Zugriff auf die Kisleviten. Okay, GG. Das Thema ist durch. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt einfach alles, was wir brauchen. Ab jetzt wird es schwer sein, uns noch aufzuhalten. Okay. Kann ich dich eigentlich irgendwie Verstärkung... Nee, ich kann nicht deine Verstärkung behindern. Was will denn der da oben? Der olle Throck. Du wirst doch wohl hoffentlich Kislev nicht angreifen können. Ganz im Ernst, da ist so viel drin. Welche ist denn das? Ach Gott, ich habe hier noch eine Hagwitch. Das ist sogar eine recht gute. Hexerei, Wildhüter. Nee, das bringt bei der Armee nix. Hier nehme ich Mutterweise am besten. Die soll sich ihm hier unten anschließen. Und die Höllengrube habe ich auch. Der hat halt all die Gebäude schon gebaut, ne? Ja, hier ist die Höllengrube drin. Aber es sind nicht die Gebäude, die man sich wünscht, die da drin sind. Da habe ich eigentlich andere feuchte Träume. Aber das können wir ja alles noch herstellen. So, Außenposten wurden Außenposten wird gebaut. Sie wurde verwundet. Ungünstig. Hier sind sehr viele Ogre unterwegs, ich sag's euch.
Und ich habe das Gefühl, dass es mir obliegt, Kislev zu verteidigen, obwohl mir Kislev nicht gehört. Der Eindruck drängt sich auf. Das hier brauche ich gerade auch nicht mehr. Ganz im Ernst, ich brauche ja nicht mehr Verteidigung. Ich darf auf gar keinen Fall die Höllengrube verlieren. Du kommst hier runter, wie gesagt. Ich kann hier leider sehr, sehr wenig tun. Also ich gehe jetzt hier hin, um im Notfall hier Kislev mit zu verteidigen. Die Armee, die wir haben, ist nicht geil, aber auch nicht völlig Banane. Also es ist eigentlich schon eine gute High-End-Armee. Hi! Komme ich da eigentlich ran? Ja! Danke! Sehr freundlich fürs Warmhalten! Gut! Dann können wir dich jetzt hier auch nochmal reparieren. Das hier brauchen wir nicht. Das werden wir anders machen. Reinbauen, reinbauen, reinbauen. Und schon war meine Kohle wieder weg. Der hat ja all das genommen. Das muss ich ihm eigentlich irgendwann mal abnehmen. Hallo Vogelhaus. Hallo große Armee. Hm. Ich sag mal. Spukwald soll es um diese Jahr. Nee, ich schick dich mal ganz weit weg. Ach Gott, das. Oh. Oh. Halten wir mal fest, dass das nicht das ist, was ich wollte. Ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass das die Wälder in Kartei sind. Moment. So, ich habe es erstmal wieder weitgehend wiederhergestellt. Es gab jetzt halt andere Items. Irgendwie so ein komischer Trank. Jetzt machen wir es halt nochmal. Dieses Mal bitte mit Gefühl. Also, wir aktivieren jetzt das hier und dann schicken wir dich einfach jetzt hier auch wieder in den Spukwald, weil ich habe das Gefühl, Spukwald, da gehen die Leute gerne hin. Viel Spaß da unten. So, dann dadurch ist nämlich jetzt das Vogelhaus hier für mich nicht mehr ein Problem. Wie gesagt, das hier können wir momentan noch lassen. Das hier bauen wir aus, bauen wir aus. Eigentlich brauche ich das hier gerade eben auch nicht. Wir werden es also niederreißen. Genau, Höllengrube wollte ich ja noch was ausbauen. Das hier nicht, aber tatsächlich etwas, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld durch Handel generiere. Und das hier reißen wir, wie gesagt, auch nieder. Hier wollten wir eigentlich, ja gut, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Was soll's, was soll's, was soll's. Hier wird es eine Rebellion geben, aber wir sind ja noch in der Nähe. Und wie gesagt, hier der letzte Punkt. Ach nee, den haben wir schon vergeben. Bei ihr muss ich jetzt noch einen Punkt vergeben. Aber viel spielt es auch keine Rolle jetzt hier an der Stelle. Also, Diplomatie. Nice. Wir können hier nochmal mit Zhao Ming verhandeln. Ich bekomme tatsächlich ein Schutzbündnis mit der Drachenhof-Konklave. Jetzt. Wisst ihr was, wenn es so weitergeht, habe ich Untote, die ich in meine Armee holen kann. Und jetzt habe ich das Schmuckstück der Untoten bekommen. Yay! Ich glaube, das war der Knochen hier, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Abgenagtes Fleisch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war's. Ja, wir machen trotzdem hier unser Ding weiter, ne? Keine Frage. Volles Programm und so. Der Gag ist, ich kann das jetzt hier zweimal machen dadurch. Also ich habe wieder eine Menge Potenzial für jede Menge Bullshit. Ja, also ganz im Ernst, das ist jetzt echt etwas, was ich mir ernsthaft überlege. Eichenhammer, nee, auf jeden Fall Zuffbar. Weil Zuffbar, das ist einigermaßen gut verteidigbar hier. Ja, also wir haben jetzt ein gutes Bündnis mit, ihr wisst schon, ne? Drollig. Überaus drollig. Und die haben hier komische Dinge vor. Ja, aber das ist mir egal. Das kann man einfach mal berechnen. Oh.
Also, ich frage mich ja immer wieder, wo die diese ganzen Armeen herbringen, ne? Wir haben wieder was zu Ende geforscht. Zu weit weg. Ja, also ich gehe direkt da jetzt rein. Normalerweise würde ich nicht drin stehen bleiben wollen, aber es geht halt nicht anders. Ich möchte hier wieder meine Spinnies und so weiter und so fort rekrutieren können, wenn ich das darf. Das fände ich persönlich sehr, sehr gut. Und jetzt möchte ich dafür sorgen, dass diese Armee hier sich nicht mehr bewegen kann, egal was sie tut. Dann kann ich nämlich nur diese eine Runde regenerieren und er kann einfach nur dumm rumstehen. Da, tatsächlich für 5 Turns Kampagnenbewegung deaktiviert. Holy moly, das ist echt krass. Okay, wir haben jetzt hier den Ehrengrad-Kodex uns geholt. Feuerresistenz ist eigentlich etwas, was man gegen Zinsch schon brauchen kann. Wobei ich das irgendwie mit diesem Hexenjäger-Konklave schon ein bisschen fragwürdig finde, sind wir mal ehrlich. So, hier können wir weiter ausbauen. Die Splitterstadt ebenso. Hier geht leider noch nichts, aber hier geht noch so einiges. Ja, also ich bin da relativ schmerzbefreit, ne? Jetzt haben wir schon 12 Stück von den Dingern. Wie viel fehlt denn noch? 123. Das schaffen wir beim nächsten Mal, glaube ich. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir bleiben hier nochmal stehen mit Kostaltin, ne? Der soll einfach jetzt hier Kistle verteidigen fürs Erste, nicht, dass die Ogre kommen. Nein. Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.